Vera hat einen neuen Toolcheck. Ist das wirklich so? Oder ist das Thema hier, Liebling, ich habe den Toolcheck geschrumpft? Weil dieses feine Werkzeug von Vera gibt es brandneu. Und wir haben uns gefragt, wo kriegst du das überhaupt her? Mega schwer zu kriegen. Wirklich schwer zu kriegen. Vera hat so ein bisschen abgespeckt, aber in der Verpackung haben sie ordentlich draufgelegt. Das verstehe ich auch nicht. Da machen die so eine Kiste für so ein kleines Ding. Also das habe ich nicht verstanden. Ja, ist also relativ viel Umverpackung drum gewesen, denn kleiner Bauforum 24 Flachwitz, es ist aus dem neuen Vera Adventskalender 2024. Ende Sommer oder was? Irgendwann habe ich es gesehen und wo gibt's das? Ich habe es überall gesucht und nicht gefunden, weil ich immer nur nach Mini-Toolcheck gesucht habe. Ja, und irgendwo, ja, ein Bild schon mal, aber dann war's das, ne? Ja. Wir hätten Höchstpreise bezahlt, bis wir dann gecheckt haben, okay, das ist in dem neuen Adventskalender. Den neuen Adventskalender werden wir euch auch nochmal zeigen. Wir haben den natürlich auch unten verlinkt, damit ihr wisst, wo ihr das Teil bekommen könnt, wenn es euch denn gefällt. Denn wir schauen jetzt mal auf die Unterschiede. Kleiner Spoiler, das ist nicht alles, was im Adventskalender ist. Ja. Also das wird noch viel grandioser, finde ich. Tatsächlich einer der besten wäre Adventskalender. Ich glaube schon. Also diesmal haben sie richtig einen rausgehauen, wo keiner mit gerechnet hat. Ja, also Kompliment geht raus. Leider muss man sagen, passt das Teil jetzt nicht in unser Kniebrett. Aber übrigens, kleines Update, die Kniebretter sind wieder im Zulauf und es wird noch viel geiler, weil die Kniebretter haben neue Funktionen und es gibt neue Editions für neue Werkzeuge. Aber dazu später mehr. Schatz, wir müssen reden, nämlich mal über die Unterschiede, die es hier so gibt. Ich dachte am Anfang, als ich die Bilder gesehen habe, dass das der gleiche Formfaktor wäre. Und dann haben wir ihn ausgepackt. Ja. Und du warst auch überrascht, dass der Bithalter tatsächlich der größere, nicht der ganz kleine ist. Ich habe es am Anfang noch nicht mal gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den da reingesteckt und ja, jetzt sieht man es, ne? Dann auf den zweiten Blick habe ich gesehen, dass hier auch diese kleine Mini-Ratsche dabei ist. Aber sieht ein bisschen anders aus. Die haben wir schon mal getestet. Die kleine Vera-Ratsche, was hatte die um die 75, 80 Newtonmeter ausgehalten? Ja, um die 80 Newtonmeter. Meine ich, haben wir die bisschen noch nicht mal richtig gebrochen war, aber kaputt, irgendwie war sie kaputt. Genau, die war gerissen. Bei 84,25. Der Vierkant, der ist abgeschert. Die Toolcheck-Ratschen sind ja für eine Sechskantaufnahme und dann ist ja immer der Adapter für die Viertelzoll-Aufnahme. Das ist natürlich auch in der Version hier. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben eine M6-Schraube, dann wäre das jetzt hier mein Setting. Bei dieser Version haben sie jetzt ein bisschen Platz gespart. Also das macht es natürlich tatsächlich vom Formfaktor etwas anders, weil du hättest ja sonst diese Ratsche komplett hier oben drauf liegen haben müssen, oder? Ja, und dann wäre es schon wieder zu groß. So, ja. Wenn ihr mal im Vergleich seht, das ist aber eh etwas höher. Bei dem Toolcheck Mini nennen wir es einfach mal. Eine Ratsche, wenn man eine große Ratsche werden wollte, aber es hat dann bei der Sechskantaufnahme aufgehört. Nur dadurch ist es natürlich extrem kompakt. Und jetzt hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du über den Bithalter, dann könntest du jetzt hier schon mitarbeiten. Oder du nimmst eben den Bithalter. Da hast du aber schon richtig erwachsene. Und jetzt hast du natürlich tatsächlich schon eine richtig erwachsene Ratsche vom Hebel. Da kriegst du natürlich deutlich mehr Iwan auf die Kurbel als jetzt in der Version. Plus, das Ding ist natürlich schon genial, aber wenn du richtig Kasala machen musst, dann ist es manchmal, finde ich, etwas unangenehm, weil die Auflage relativ klein ist. Ja, natürlich, klar. Irgendwo musst du ja hinpassen an diesen Toolcheck-Fluss, ne? Genau. Wir haben auch schon mal bemängelt, warum nicht hier vielleicht noch eine Sechskantaufnahme ist, dass du dann in dieser Konstellation jetzt auch als Schraubendreher das nutzen könntest. Wie auch immer. Hier sind wir dann im wahrsten Sinne des Wortes gut bestückt mit der Dreifachauslegung. Das Ganze sieht so auch schon schön aus. Also finde ich schon sehr, sehr reizvoll. Und das Thema, überlastest du die Ratsche nicht? Wie gesagt, das haben wir ja getestet. Also auch mit dieser langen Ausführung wirst du das nicht überlasten können. 80 Newtonmeter drauf. Ich glaube, das ist dafür ist es auch nicht gedacht dann. Ne? Nee, die kriegst du auch nicht drauf. Nee, kriegst du nicht. Also auf keinen Fall kriegst du ja 80 Newtonmeter mit der Hand drauf. Aber wir können es ja vielleicht nochmal demnächst ausprobieren. So, und dann Bestückung. Ansonsten, was mir positiv aufgefallen ist, oder uns, du hast diese Bits mit der Markierung. Und das, finde ich, wirklich müsste eigentlich auch beim normalen Toolcheck Plus Pflicht sein. Ja, kriegst du halt nur in der Tool Rebel Edition. Wenn du das direkt bei Vera bestellst, dann kostet das, meine ich, 70 Euro. Da hast du ja noch eine Tasche und so einen langen Halter dabei, einen langen Bithalter. Ja. Dann sind die auch immer so. Ich habe den auch zu Hause.
Finde ich auch besser als den normalen tatsächlich. Aber klar, zahlst du dann auch so 10, 15 Euro mehr für den Toolcheck, ne? Ja, aber du siehst auf einen Blick so immer, aha, da ist mein Torx 20. Ich muss da immer zweimal hingucken oder nehmen die raus und die normalen sind ja nur gelasert. Was du bei dem normalen Toolcheck auch noch hast, weil du ja deutlich mehr Platz hast, PA2 ist beispielsweise dreimal da und Torx ist natürlich auch Format, was du oft brauchst. Und hier hast du eigentlich die gängigen Größen abgedeckt, 10 bis Torx 25. Und hier geht's halt noch weiter mit 30 und 40. Bist halt ein bisschen flexibler. Aber auch das Thema hier, die Sechskantnüsse. Wir haben ja jetzt 8, 10 und 13. Das heißt, wir können M5, M6 und M8 benutzen. Das ist ja das Gängigste. Dafür finde ich es echt gut. Mhm. Wirklich ein wertiges Werkzeug. Was wir nicht haben, ist der Rapidaptor-Bildhalter. Tatsächlich nicht, ne? Aber gut, da hättest du ja dann wieder diesen Magnetbildhalter. Damit kannst du dir ja auch schon behelfen, ne? Ja, und last but not least, wir haben hier Langbits. Ein Schlitzbit, ein PA2, PA1 und ein PZ2, PZ1. Also soweit auch alles am Start. Dann hast du auch schon wieder einen ziemlich langen Schraubendreher tatsächlich mit den Langbits und dann dem langen Griff da. Das funktioniert auch ganz gut dann, ne? Also mit dem, wenn du noch den Adapter dabei, du kannst ja theoretisch auch den noch machen, dann ist er noch länger, ne? Ja. Also genau, ist ja nicht nur ein Bithalter, ist auch wie beim anderen Toolcheck natürlich auch immer noch als Verlängerung nutzbar. Hast du doch schon mal einen Schraubendreher. Genau. Und der Schraubendreher ist natürlich jetzt hier durch den etwas größeren Griff auch mehr Schraubendreher. Es geht ja hier bei dem Konzept auch wirklich auf kleinster Größe möglichst viel zu haben. Deswegen fände ich es eigentlich auch cool, wenn die wirklich mal einen Toolcheck Plus in dieser Variante rausbringen, aber einfach kürzer. Denn stell dir das jetzt mal vor, vielleicht sogar mit der Ratsche, weiß ich nicht. Könnt ihr mal sagen, ne, worauf würdet ihr lieber verzichten? Auf einen Rapidaptor, der natürlich hier viel Platz einnimmt, oder auf die normale Ratsche? Boah, wenn das irgendwie möglich wäre, ich würde die normale Ratsche behalten, den Rapidaptor tauschen gegen diesen Bithalter, den man dann ja vielleicht hier irgendwo unterbringen kann, und dann drei Nüsse und dann hättest du irgendwie diesen Formfaktor. Mhm. Ja gut, wenn du schon allein die Doppel- oder Dreifachbelegung rausnimmst, sparst du ja auch schon, ne? Ja. Da hast du ja schon mal 2 Zentimeter schon wieder, aber ich meine, es gibt für alles eine Petition heutzutage. Ja. Warum starten wir nicht an, dass Vera das rausbringt? Da müssen die das doch machen. Wenn man genug Stimmen hat, müssen die das machen. Das ist ein Gesetz. Bei wie viel Stimmen? Bei 20 Stimmen? Bei 20 Stimmen müssen die das auf jeden Fall rausbringen, denke ich schon, ja. Okay. Und getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockstimmt spendiert, hauen wir direkt mal einen raus von der neuen Vera Toolcheck Edition mit der großen Umverpackung. Was sollt ihr machen? Hashtag Petition. Schreibt einfach mal eure Meinung zu dieser neuen Vera-Variante. Wollt ihr die regulär im Programm haben oder würdet ihr vielleicht auch mit mir mitgehen, dass ihr sagt, okay, den quasi auf die Hälfte der Größe wäre auch mal richtig cool. Haut rein in die Tasten. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Tschüss und bis dann. Ciao. Aber das Blöde ist ja halt diese Bitaufnahme, das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe erst gedacht, toll, aber dann checkst du hier rein und denkst, du hast jetzt hier den Schrauber des Herrn, aber dann, was soll ich denn damit anfangen? Ja, das ist ja komisch. Aber wahrscheinlich liegt das daran, du kannst ja hier für die Richtung umschalten, die Drehung. Ach so, ja, dann geht das, ne? Dann geht das ja, ne? Okay, ja, dann.